Willkommen Leute zu einem neuen Video. Heute müssen wir mal aus einer Bowlinghalle flüchten mit dem Thomas. Herzlich willkommen Leute. Und, hast du schon einen richtigen Schuh angezogen? Ja, ich bin jetzt hier gerade beim Kassierer. Der sieht aber jetzt nicht so glücklich aus, würde ich mal behaupten. Der sieht auch nicht so freundlich aus, ne? Also sein Gesichtszug. Oh, der sieht sehr traurig aus. Der ist angekettet. Echt? Nein. Doch. Oh mein Gott. Ich glaube, hier in der Bowlinghalle ist irgendwas nicht ganz rund. Ja, das ist, kann man so sagen. Also ist halt so die Frage, ob das jetzt ein angeketteter Ball ist oder ob das ein Bowlingkugel ist. Oh, guck mal. Lol. Ich kann... Nein. Ich kann der Bowling... Ja, du bist der Bowlingball. Oh mein Gott. Hä? Nein. Was ist das? Das sieht total komisch aus. Hä? Fahren wir runter? Sollen wir hin? Müssen wir hin? Ich glaube nicht, oder? Hä, doch! So sieht Bowlingabfall aus. Warte mal, das war aus Versehen, das war gar nicht meine Absicht. Hä? Oh. Aber jetzt wissen wir, wie Bowling... Checkpoint, was ist das denn? Doch, nein, das war richtig. Schon ab. Oh mein da Gott. Da geht es schon rund. Cooler Start, auf jeden Fall. Oh nein. Ah, ich brenne. Jetzt geht's wieder los hier mit meinen... Ich wollte gerade sagen, es geht wieder los mit den Jump'n'Run-Kins. Ne? Ja, ich habe die passenden Schuhe leider nicht an, der Kollege hat mir die leider nicht ausgegeben. Was? Also wird das hier ein bisschen... Ey, das ist gar nicht so einfach, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Ja, man muss da echt auf einen Millimeter genau springen, muss ich sagen. Ja. Also das erste geht hier noch über... Man muss da... Hä? Ich bin in der Luft angezündet. Du musst von oben gucken, so aus der Vogelperspektive. Da kannst du den Sprung besser einschätzen. Okay, also Vogelperspektive? Ja, so von oben ein bisschen. Geht auch irgendwie eine andere Perspektive, so zum Beispiel Flugzeugperspektive? Also lustig bist du garantiert nicht, um das hier zu klären. Was? Okay, das heißt jetzt hier runter. Schaffst du's? Ja klar. Hä? Du bist gestorben. Einfach danach gestorben. Ja, warum wohl? Ah, das war die Bestrafung. So, dann bin ich jetzt hier weinst. So, wo bist du denn? Hä? Ach, yes. Der hat den Checkpoint erst nicht genommen. Muss man auf dem Zahnrad? Nee, du musst darüber. Hier. Okay, ich seh's. So, dann hier. Okay, hier werden wir zersägt. Beziehungsweise Holz wird zersägt. Ist auch nicht so schön. Ja, besser Holz als man selber. Oh, jetzt können wir hier weiter. So, das dreht sich hier, das Ding. Passiert aber nichts dabei. Es gibt auf jeden Fall 17 Stages mindestens. So viel steht fest, weil der eine ist auf jeden Fall bei der 17. Stage. So. Das ist schon ordentlich. Ja, das ist ganz, ganz viel. So, zack, aufpassen. Bloß nicht hier rein in diese komische grüne Flüssigkeit. Ja, aber... Hier von der Decke. Geht die Tür nur manchmal auf? Nee, du musst warten. Ach, verstehe. So, wow, was sagt die Säge, ne? Die sind ja hier richtig flott am Sägen. Das ist der Bowling-Ballraum. Okay. Sieht auf jeden Fall gefährlich aus, wenn hier so Kugeln durchrollen, muss man dazu sagen. Hier kommt wieder eine Bowling-Kugel raus, oder? Nee, doch. Oh mein Gott! Krass, der hat die einfach zurückgeschleudert, die Kugel. Ey, schon wieder von diesem Slime entdeckt worden. Man muss das gar nicht richtig berühren. Man muss irgendwie nur, ich weiß nicht, einen kleinen Abstand davon sein. Ja. Und dann wird man echt direkt, so wie bei der Lava gerade, davon niedergestochen. Also ich frage mich ja gerade irgendwie wirklich, ob ich es schaffen könnte, dich zu überrunden. Nein, sowas ist unrealistisch. Auf jeden... Ah! Wow, hier kommt so eine Tropfe runter. Ich komme ja gar nicht hoch. Heißt es, dass ich dann hier entlang muss? Nee. Hä? Warte mal. Die grünen Tropfen, ne? Darf man die... Hä? Natürlich nicht. Okay. Warum sagt mir das denn keiner? Oh nein. Hä, jetzt verstehe ich nicht, muss ich vielleicht auf die Rohre drauf? Das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden. Vielleicht hier? Nee, da kann ich, da fliegt man durch. Das geht gar nicht. Okay. Warum sterbe ich jetzt gerade nicht? Das sind einfach echt, wie du schon sagtest, riesen Bowlingkugeln. Ich wundere mich gerade, ich bin runtergeflogen in Lava und ich sterbe nicht. Nein? Ganz im Gegenteil, ich bekomme, ja, Leben dazu. Wenn ich flieg mal hier runter. Ich bekomme gerade keinen Schaden mehr. Ja, ich kann... Ah, doch. Ich wurde direkt angezündet. Ich dachte mir, man kann irgendwie... Ja. Na, egal. Ja. Okay. So, gute Frage. Also, ich folge jetzt hier mal dem Kumpel. Was macht der? Ach, ich bin auf die falsche Seite gesprungen, glaube ich. Ja, gut. Oh, kein Wunder. Schlecht. Kein Wunder, dass man da nicht... Boah, nee. Ach, du bist... Ja? Bist du jetzt angezündet worden? Ja. Oh, die Bowlingkugel hat mich genau erwischt. Hey, warte mal, Moment. Du kommst jetzt aus welcher Richtung? Hey, ich bin direkt bei dir. Ach, du bist schon hier. Ja, und wir müssen jetzt in die andere Richtung, hier entlang. Nein, in die hier, ja. Genau.
Und ich bin, meine Güte, ich bin gerade genau da rausgesprungen und genau ist die Kugel rausgekommen. Die Kugel möchte mich auch haben heute. Ja? Ja, die kommt immer auf mich drauf. So, was jetzt nochmal? So, jetzt warten. So, jetzt kam die Kugel und jetzt schnell. Flott, flott, ja. Und jo, zack, jetzt bin ich hier vorbei. Und jetzt müssen wir wieder auf diese... dann laufen wir zusammen weiter. Genau. Kann ich nicht eigentlich theoretisch direkt runterspringen? So? Oh nein, das schaffe ich nicht. Doch. Und hier auch nochmal. Boah, ziemlich weit kann der Kollege runterspringen. So, Stage 12. Boah, schau dir das mal an. Eine das Wand. Cool aus? Nein. Guck mal, mit Graffiti auch ziemlich cool. Ist das ein Grusel? Ist das nicht Subway Surfer hier? Ah, nee, stimmt gar nicht. Nee, das ist das nicht Subway Surfer? Nee. So, dann, wohin müssen wir denn jetzt hier genau? Wir müssen jetzt hier geradeaus, oder? Oh, die Wand hat mich umgebracht. Nein. Kann es sein? Okay. Gucken wir da hinten müssen wir hin. Ach, stimmt, okay. Wir müssen quasi, wenn die Wand kommt, direkt lossprinten. Genau, und dann 3, 2, 1. Tick. Oh, man muss quasi immer in diese Einrückung. Ja, genau, in diese Einbindung, genau. Jetzt, wenn die Wand vorbei ist, dann laufen wir weiter los. Und jetzt. Ah, zack. Jetzt. Komm schon, wir schaffen das. Die Wand darf uns nicht bekommen. Oh, wir müssen uns beeilen. Was? Oh, die böse Wand. Guck mal, die sieht gar nicht gut aus. Was? Du warst so hinter mir. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Du warst doch hinter mir, oder nicht? Hey, du bist auch gestorben. Ja, ich verstehe es nicht. Weil eigentlich fahre ich doch durch. Ja, ey, warte mal. Oh, das hätte gefehlt. Ich springe sofort los. Ich springe sofort los. Warte. Ja, ich springe auch sofort los. Und 3, 2, 1. Und jetzt. Oh. Aber ich meine, die erste Etappe ist ja noch ganz leicht. Ja. Jetzt gleich das Stückchen. Aber der Kollege versucht das auch schon zum zweiten Mal. Man muss hier vorne so ein bisschen bleiben. Ja. Nicht so nah dran. Und jetzt. Komm. Okay. Den direkten Weg ohne Springen, ohne nichts. Vielleicht macht das einen krassen Unterschied. Eigentlich ich nicht. Weiß es nicht. Eigentlich ja nicht, aber... Ja, ich hab's. Du hast mich eingequetscht. Nein, ich bin gestorben. Ich war da drin und bin gestorben. Ja, das war bei mir auch gerade. Verstehe ich nicht. Aber der Typ, der stirbt ja auch immer wieder. Ja. Aber wie kam dann denn andere auf Level 15? Warte mal, ich schau mal ganz kurz im Shop. Es gibt Speed. Hä, das ist ja voll unfair. Ja, das ist echt unfair. Wenn man sich auch mal hier durchsprinten kann, man muss das ja auch auf dem normalen Weg schaffen. Ich glaube, man muss wirklich sofort losrennen, sobald die Mauer vorbei ist. Warte, 3, 2, 1, Moment. Und jetzt. Jetzt habe ich das perfekt gemacht. Ey, ich bin schon wieder gestorben. Echt? Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Also wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht weiter. Hä? Okay, also das ist wirklich sehr, 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 sehr schwierig. Vom Timing her. Also der Typ hat, glaube ich, auch schon verzweifelt aufgehört. Ja, ne, der versucht hier noch weiter, der ist genau neben mir. Ich schaff's nicht, oder? Oh doch, jawohl. Wow. Ist durch. So, jetzt. Nee, ich geh zurück. Das war schon nein, zu spät, glaube ich. Nein, ich mach das. Komm, die Wand. Ja, mich kriegst du nicht. Heute nicht. Ja, perfekt. Ich hatte so viel Platz, ne? Ja. Aber wohin muss ich denn jetzt? Jetzt muss ich da zur Tür, wenn ich das richtig sehe. Okay, dann warte ich jetzt noch einmal. Bis zur nächsten Wand. Da bist du. Komm hier rein, schnell. Ich hab jetzt, bitte, geh weg. Komm, schnell. Okay. Ja, sehr gut. Jetzt weiter. Ja, ich schaff's nicht und mehr. Boah, das wird jetzt, glaube ich, richtig das eng. Das wird richtig, richtig eng. Wow. Ja, geschafft. Das war ja locker geschafft, eigentlich. Das war auf jeden Fall korrekt. So, Checkpoint eingenommen. Und dann kann es auch weitergehen hier. Wo müssen wir denn jetzt hier entlang? Okay, ich bin auch durch. Hast du geschafft? Nochmal Glück gehabt. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Ja, dann klettern wir immer hoch, schön. Oh, hier hoch, okay. Ja, schön immer in der Schnur entlang. So, auf keinen Fall dieses Violett hier berühren. Ach, meinst du? Nee, das wäre, glaube ich, nicht so prickelnd. So, hier badet jemand noch, ganz elegant. Ey, das darf man auch wieder, du musst das nicht mal berühren. Man muss irgendwie nur minimalen Abstand sein. Nein, wenn du darüber springst und dann das bisschen berührst, das kann nämlich auch passieren, dann stirbst du natürlich. Ja, aber ich finde, also ich kenne das eigentlich so, wenn man wirklich da reinkommt. Mhm. Also selbst mit dem kleinen C, aber man ist quasi drin, dass man dann quasi stirbt. Aber irgendwie ist das ein bisschen anders, kommt mir so vor. Ich weiß nicht. Hä? Moment mal, das ist doch jetzt Verarsche.
Das kann man gar nicht so schaffen. So, jetzt bin ich in so ein Auto. Was ist das denn? Geld? Oh. Ach so. Sieht ja echt. Speed, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Nee, das ist keine Verarschung. Hä, ich wurde eingefroren. Nein! Wenn man die blauen Dinger hier berührt, dann sieht man richtig cool aus. Ja? Ja, man wird quasi eingefroren davon. Okay. Hört sich also, verrückt cool an. Gemacht. So, jetzt bin ich hier durch. Sehr cool gemacht. Ey, schon wieder. Ich bin jetzt hier ich in so einem Automaten. Ich bin eine Frostbeule, hör mal. Ja, du bist ja schon ein bisschen weiter als ich. Oh. Hier runter? Ja, perfekt. Einmal auf die Kegel draufspringen und... Nächster Checkpoint das auch schon da. Nicht. Leute, das sind so leichte Sachen. Das ist so leicht eigentlich. Und ich? Was mache ich? Richtiger Otto. Du schaffst es mal wieder nicht. Also der Klassiker eigentlich. Ich schaff's wieder schnell und du ja, brauchst ein bisschen Ich will's länger. Immer schnell machen und dann wird das nichts. Also das ist dann Vielleicht dieser so... Vielleicht sollte man einen Gang zurückfahren. Ja, eigentlich schon. Bro, den Gang zurückfahren ist gut gesagt, ey. Der wurde ganz auf einmal richtig schnell, der Kollege. Ja, da bist du jetzt auch schon an dieser Stelle, wo ich bin erstmal über das Gelbe rübergesprungen. Dann dachte ich mir so, hä, das kann man doch gar nicht schaffen. Und dann habe ich gelesen, ach, ist ja Speedboost. Ja, genau, so war das auch. Hier. Wo sind wir denn jetzt hier? Wo müssen wir denn hier runterspringen? Müssen wir runter in die Murmeln springen? Gute Frage. Nee. In den Raum, oder? Ich versuch es mal aus. Oh! Achso, da, ja klar, in diesen Raum. Ach! Man kommt dann da runter und dann muss man direkt auf die Kegel drauf. Genau. Ich bin direkt auf den Teppich gesprungen. Und tada, ich bin am Ende. Echt? Ja. Ich hab jetzt hier. Wow. Boah, wie hoch Nicht ich schlecht, kann. Der Specht. Wow. Kann ich jetzt hier eigentlich wieder zurück? Oh nee. Leider nicht. Naja, gut. Thomas, ich glaube, du brauchst noch ein bisschen, oder? Nein. Also wirklich nicht. Ich bin jetzt bei Stage... Warte. 18. 18. Und jetzt springe ich von den einen Stein zum anderen. Das klappt jetzt sogar außerordentlich gut. Jetzt kletter ich hier noch kurz hoch. Und dann müsste ich auch schon... Boah, der muss echt viel klettern, der Junge. Der ist sportlich. Ja, dann bin ich auch fast durch, ne? 21, das letzte. So, Leute, und da bin ich auch im Ziel. Bisschen verspätet, aber Ziel ist Ziel, ne? Mhm. Das kann man direkt mal mit so einem Jump-Pad belohnen. Ja, Leute. Speed-Pad, Jump-Pad. Oh, wow. Ich würde sagen, ist unglaublich. Das war's dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.